Ostflügel durchsuchen, bekomme jetzt dafür auch einen Schlüssel. Kann sein, dass sich das mit dem letzten Video so ein bisschen überschneidet. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zurück durchs Labor und ich bin der Meinung, dass wir die Treppe hochgehen müssen. Dann müssen wir Taschenlampe anmachen. Und zwar müssen wir durch das Labor wieder zurück. Und dann Treppe hoch, weil oben gab es noch zwei Türen, die abgeschlossen waren. Die Türen hier unten hatte ich eigentlich schon gecheckt. Die können es nicht sein. Mal gucken, wenn mein Orientierungssinn mich nicht täuscht, sind wir hier genau richtig. Nochmal nachladen. Kann ja nicht verkehrt sein. So, wir sind jetzt hier im Labor. Wir sind jetzt hier hoch. Und jetzt müssen wir mal schauen. Muss ja irgendwo eine Tür geben. Rechts oder links. Ah, hier, genau. Hier müssen wir hoch. Und wenn man dann nämlich immer oben, auf der Karte schaut, dann sieht man halt, dass da zwei Türen sind, die noch verschlossen waren oder nicht geöffnet werden konnten. Das machen wir jetzt mal. So, und zwar jetzt hier vorne rechts ist gleich eine und ja, hier oben ist auch noch eine. Machen wir das doch mal. So, das müsste noch eine sein, die offen ist, ne? Ja, genau. Die ist noch auf. Und dann gehen wir mal zur nächsten. So. Müsste auf jeden Fall verschlossen sein. Schrankschlüssel verwendet, jawohl. Alles klar, super. Das ist jetzt hier unsere Aufgabe. Okay, super. Beißzange stand da, ist aber eine Kneifzange. Okay, Inventar ist voll. Das heißt, wir wechseln mal die Waffe. Warte mal, nehmen wir erstmal die Pistole. Und laden nochmal nach. Obwohl, ist wahrscheinlich schon nachgeladen. Inventar ist trotzdem voll. Okay, jetzt haben wir die Tür auf jeden Fall aufgeschlossen. Jetzt haben wir ja hier Unterlagen geholt. Es ging aber eigentlich darum, was er uns erzählt hatte, darum, dass hier ja, dass hier ein Typ eigentlich sein sollte, der irgendwie sich selber eingeschlossen hat, oder wenn ich das richtig sehe. Das hört sich eben so an, als wenn einer über mir läuft. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir den Schlüssel überhaupt noch haben. Das ist nämlich auch eine Frage. Den Schlüssel haben wir nicht mehr. Das heißt, wir können eigentlich da wieder zurück. So. Komischerweise ist die Tür da oben jetzt auch auf, die eben verschlossen war. Ich glaube, die sollten wir uns auch nochmal angucken. So, ich muss mir an die Tastatur erstmal wieder gewöhnen, weil Q ist nämlich Inventar schließen. So. Ja, ich höre schon wieder Zombies. Drei Stück angelaufen gekommen. Gucken wir nochmal im Inventar. Vielleicht können wir die Munition jetzt doch nochmal aufnehmen. Ja, wir haben sogar wieder einen Slot frei jetzt, nachdem wir geschossen haben. Und ich denke mal, Munition ist ganz wichtig. Deswegen gehen wir hier nochmal rein. Und holen uns die Munition noch, die hier rumliegt. Ja, sehr gut. Laden auch gleich nach. Aber braucht man gar nicht, okay. Obwohl, ich hatte das schon mal. Da hat er einfach nicht nachgeladen. Das war auch ein Witz. So. Da ging es runter und hier muss noch irgendwo eine Tür sein, die eigentlich zu war. Die jetzt aber offen sein sollte. Gucken wir mal, wie weit wir davon entfernt sind, weil ich kann mir das immer nicht merken.
Schön, da steht jetzt Haupteingang. Ja. Müsste jetzt die Tür so schräg vor uns sein. So, die Tür ist aber auf. So, die können wir jetzt aufbrechen hier, ne? Oder? Ich meine, wir haben jetzt eine Kneifzange bekommen. Können die aber nicht anwenden. Komisch, ich finde die Tür gar nicht. Die ist jetzt auf jeden Fall grün, die Tür. So, und wenn ich mich jetzt umdrehe, ah, das geht hier in dem Spiel nicht. Das heißt, die Richtung. Müsste hier vorne eine Tür sein. Genau die. Ja, die ist das. Die war ja vorher irgendwie zu. Ja, hier können wir nochmal Hackvorgang starten, auf jeden Fall. Ah, shit. Ah. Könnt es ja nochmal probieren. Weiß nicht, ob das funktioniert. Ja. Ich will jetzt mal Konzentration. Nee. Haut nicht hin. Bin ich wahrscheinlich zu ungeschickt zu. Ah, jetzt haben wir kein Überbrückungskabel mehr, okay. Aber es ist nicht dramatisch. Hier noch ein Energy Drink, das ist ganz cool. Das kann man immer gebrauchen. Die Tür geht nicht auf. Ich frag mich halt nur, warum wir hier die die Kneifzange haben, warum wir denn das nicht aufknipsen können, aber okay. Soll uns wahrscheinlich erstmal egal sein. So, ich würde sogar sagen, dass wir wieder die Richtung gehen. Und zwar Treppenhaus. Genau. Und dann rennen wir nochmal zu dem Typen und sagen, dass wir in dem Büro waren, dass wir es aufgeschlossen haben, dass aber keiner da war. Das wäre da auch nochmal interessant. Ich hoffe, dass er uns antwortet. So, jetzt können wir hier wieder runter. War mir auch gar nicht bewusst, dass wir das letzte Mal runtergegangen sind. Ich bin sogar der Meinung gewesen, wir sind hochgefahren. Okay. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall lang. Jetzt kommt uns auch noch kein Zombie entgegen. Haben wir eigentlich auch schon alle kalt gemacht, die es so gab. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwas, ob er mit uns spricht. Nee, das hat er nicht gemacht.
Hier müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass die Zombies uns hier nicht anknabbern. Das geht nämlich auch ratzfatz. Dann suhlen wir uns in diesem Bereich nochmal um. Eigentlich dürften gar keine mehr da sein. Es sei denn, man lässt die immer wieder rein. Das finde ich halt in den Spielen immer ein bisschen unrealistisch. Theoretisch müsste es so sein, wenn man alle abgeballert hat, dass dann alle weg sind. So, jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo... Ich glaube im Gartenhäuschen. Warte mal, hier ist auch noch eine Tür. Geht sogar auf. Dann irgendwas zu looten oder so? Ne. Genau, im Gartenhäuschen war, glaube ich, eine Kette vor. Ich sag mal Gartenhäuschen, aber eigentlich mehr fettes Pflanzenlager. So, genau. Die müsste jetzt... Möchtest du die Beißzange benutzen? Ja, die Beißzange möchte ich gerne benutzen. Was für eine geile Übersetzung. So, hier waren wir wirklich noch nicht. Ich würde nicht wundern, wenn jetzt hier irgendwelche komischen Pflanzenmutanten ankommen. Okay, es wird später wohl irgendwie noch eine Magnum geben, weil das war Magnum-Munition, die wir eben wieder eingesammelt haben. Können wir noch eine Unterlage finden? Genau. Und das Rad müssen wir noch drehen, dass die Zombies ankommen. Im Grunde genommen, ja, im Grunde genommen ein bisschen blödsinnig, finde ich, oder? Jetzt kommen die hier angelaufen, die Schlümpfe. Aufpassen, dass sie nicht von rechts kommen. Oh, das ist alles so. Ach da, alles klar. Ich habe auch am falschen Eingang geguckt. Ich mache mich nur über die lustig und gucke in die falsche Richtung. Die sind auch scheiße zu sehen, ey. Noch einer? Nee, ne? So. Da wir gestorben sind, weil das nicht funktioniert hat mit den... Dass ich das nochmal ändere im Spiel. In der Hoffnung, dass es angenommen wird. Wieder zurücklaufen. Ja, es ist echt... ärgerlich, dass mir jetzt schon mehrmals passiert in dem Game, dass er so verbuggt ist. Und man fragt sich echt, was soll das, ne? Das ist echt mega nervig. So, weil ich mich so gefreut habe. Dass ich da vorhin weitergekommen bin, also... Weiß ich natürlich schon wieder nicht, wo das war, aber naja, das kriegen wir auch noch hin. Ich muss mir das einfach mal mehr merken. Ne? Das ist so.
Das Inventar ist voll. Das Übliche mal wieder. Müssen aber erstmal unsere Gesundheit auch ein bisschen aufhübschen. Was haben wir denn an Inventar? Ja, Schrotflinte haben wir immer noch nicht zum Nachladen, aber das kommt gleich. Genau. Wie viel hat die noch? Die hat noch 4 von 3. Ich weiß ja nicht, wie effektiv die ist. Das war Richtung Labor. Das war auch falsch. Und die Toiletten. Richtung Garten geht's da. Ja, mal die Richtung. Ja, die geht jetzt nicht mehr auf. Okay. Ja, Mann, wir sind hier lang gelaufen. Ist der Garten, hier sind wir falsch. Ah, ich werde mich noch 10-mal verlaufen, ey. Das ist doch echt nervig. Naja, muss man es geschickt zusammenschneiden. Das geht ja auch. Inventar ist voll, okay. Das war der Zombie, der nicht da war, ne? So, hier war das drin. Bewegen wir uns hier mal ein bisschen schneller. Inventar ist immer noch voll. Ne. Okay, in dem Raum gibt es aber auch irgendwie nichts weiter. Nichts, was uns hier irgendwie weiterbringt. So, auf die Munition. Gehen wir mal raus. Ist zu. Jetzt müssen wir mal hinten zu den brennenden Räumen, genau. So, hier sagte er. Hier ist eine Klappe aufgegangen. Genau, hier gibt es jetzt die Mission, finde einen Weg, die Zündvorrichtung zu reaktivieren.
Weil wir ja ein Ventil haben, was wir irgendwie nicht wissen, wo wir es einsetzen sollen, können wir ja auch noch mit dem Fahrstuhl nochmal fahren. Das wäre auch nochmal interessant. Ob uns das vielleicht noch ein bisschen weiterbringt. Ist ja hier irgendwie auch so. Warte mal. Ne, ich dachte schon, hier können wir was. Hier geht es ja um Feuer und Löschen und. Vielleicht haben wir hier die Möglichkeit, irgendwo ein Rad anzubringen. Irgendwas zu deaktivieren. Hier hinten ist ja auch wieder eine Vorrichtung. Geht es um den Hydranten? Oh, hier ist noch Munition. Tja, schade. Ich habe gerade gedacht, so. Das könnte ja nochmal was sein. Immer noch mehr Munition. Ja, Inventar ist voll. Okay, aber wir wissen, falls wir nochmal Munition brauchen, irgendwo wird hier welche rumliegen. Hier war das doch, ne? Das hier was. Hier hat doch ein Rad gefehlt oder irgendwie sowas. Weiß auch nicht, war das hier drin? Ja, auf jeden Fall. Wird das auf jeden Fall oben gelöscht. Das ist ja schon mal genial. Da sind wir ja weitergekommen. Finde den vermissten Agenten im in der Entbindungsstation. Ja, machen wir das doch mal. In der Hoffnung, dass das Game nicht wieder buggt. Aufpassen hier. Manchmal auch ein bisschen zu leichtsinnig. Gebe ich ja ehrlich zu. Ja, war das doch richtig. Ich hoffe, jetzt ist Ruhe, aber wir müssen die Munition auf jeden Fall mitnehmen. Ist die Abfrage hier so ein bisschen komisch, wenn man davor steht. Jetzt können wir nach oben. War das die richtige Entscheidung auf jeden Fall? Das ist sehr gut. Dann ist die Frage, ob der verrückte Professor uns überhaupt reinlässt.
über die Halle, ne? Wo es gebrannt hat. Ja. Muss vorsichtig sein, ey. Obwohl, hier ist so verbrannt, hier dürfte eigentlich kein Zombie mehr aufstehen. Das heißt ja meistens nichts. Ah. Unglaublich. So ein Schwachsinn. Also so ein Feuer übersteht selbst ein Zombie nicht. Geht's weiter. Das mit dem Getröte hätten sie sich auch mal sparen können. Sind wir hier in der Entbindungsstation? Ich würde auch. War die Schrotflinte bis jetzt am besten gefallen, aber bestimmt auch nicht verkehrt. Und wo kommt der denn her, der Zombie? Inventar ist voll. Blutet auch aus, er steht wohl nicht mehr auf. Okay, gucken wir mal, was unsere Energie macht. So, müssen wir auf 3 gehen. Ne, auf 4. 2 ist das, okay. Prima. So, kann der Revolver nur ein Schuss? Wäre das ja echt. Das ist ja echt nervig. Warte mal. Achso, brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen nur zielen, dann sehen wir ja. 2 von 2. Den muss man immer einzeln laden. Oh, das ist ja nervig. Das heißt, da habe ich jetzt 4 Schuss drin. Okay, prima. Das haben wir jetzt auch. Das müssen wir jetzt erstmal... Von hier sind wir ja gekommen. Das ist die Entbindungsstation. Komischerweise sind das die Toiletten. Wir müssen den Eingang finden zur Entbindungsstation, ne? Hier ist zu. Das begrüße ich. Ja, steh ruhig auf. Lass dich gleich wieder hinlegen. Aber gut, dann haben wir die Munition sozusagen auch weg. Okay, ich hätte... Oh Gott. Ist er am Durchdrehen, das hasse ich ja.
Steht da auch mal eine Heizkörper? Der Raum ist versperrt. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir ihnen irgendwelche Medikamente geben können. Gemisch von Hexor, Bioades, Agenten entwickelt, wurde in Grundlage für Stärke verwendet. Aufputschmittel. Nehmen wir das mal. Bringt uns auch nicht weiter. Oh, Scheiße, der steht völlig neben sich. Und ich habe hier keine Orientierung dadurch. Ja, die Tür war ja versperrt, ne? So, dann gibt es ja nur noch die Möglichkeit, hier lang zu gehen. So, hier ist keine Tür. Können wir nur hier lang laufen. Ein Rollstuhl in der Ecke. Und dann hier lang. Geht's nicht durch. This is the place where I was born. Where it all started. Das ist ja auch super, das ist ja auch in Ordnung. Ich freue mich auch für dich. Aber wenn das weiter so geht... Jetzt nicht hier, dann... Ein ganz anderes Problem. So, hier wurde ich geboren, sagt er. Tür geht wieder nicht auf. Er reagiert wieder auf nichts. Wieder buggy das Game. Können mal gucken, auf Controller umzusteigen. Ob das funktioniert. Ne. Drückt man A, passiert auch nichts. Game reagiert wieder nicht.
So. Jetzt kommt der Zombie wieder an hier. Vorteil ist, du kannst mit der Knarre wirklich Köpfe abschießen. So, gleich kommt die psychedelische Stelle wieder. Beim Rollstuhl dann rechts, ne? This is the place where I was born. Where it all started. Das ist zum Beispiel auch eine schwachsinnige Stelle. Weil ich schieße auf den Großen. Sehr schön. Gucken, ob wir da irgendwo den Agenten finden. Ich bin mal gespannt. Nicht weiter. Das ist nochmal Munition. Ja, von hier kommt. Okay. Ist ja komisch. Hier kommen wir jetzt auch nicht mehr zurück. Prima. Okay, dann wird da auf jeden Fall irgendwo noch was finden. Vielleicht hier auch wieder so eine Geheimtür oder so. Ist ja immer so, dass das Ding dann piept. Die Tür war ja auch zu, ne? Ja.
Genau, wenn unser Gerät piept, gibt es ja mal eine Geheimtür. Das könnte ich mir sogar durchaus vorstellen. Wenn hier irgendwo ein Agent versteckt sein soll. Aber der Bereich ist safe, also da ist nichts mehr groß, was man noch machen kann. Munition, das ist sehr gut. Ja, das Gute ist, das End. Ah, warte mal hier. Hier piept was. Und wo ist hier eine Geheimtür? Könnte ja wirklich auch auf Toilette sein. Hört er das? Hier piept's jetzt. Gehen. So, gucken. Jetzt hier rausgehen. Ich weiß ja nicht, ob wir... dahinter irgendwie kommen. Doch, das könnte sein, wenn wir jetzt hier lang gehen. Nee. Hat sich das Spiel hier wieder verbuggt. Komme ich hier nicht mehr weiter. Müssen wir mal hier lang. Und die Toiletten. Okay, super. Das hat prima geklappt. Aber wir gehen nochmal auf Schrotflinte.
glaube ich, sicherer. Da können wir mal schön Munition einsammeln. Ah, jetzt kriegt er seine Psychosen hier. Heftig, heftig. This is the place where I was born. Where it all started. Warum hat er jetzt schon wieder nicht? Oh, das Spiel buggt manchmal, das ist unglaublich. So, hier können wir die Munition mitnehmen. Okay, so. Dann gehen wir lieber raus hier. Ja, hat nämlich keinen Sinn, also. So, prima. Jetzt geht's hier wieder raus. Ah. Ja, das ist der Nachteil einer Schrotflinte. Ah, wir können auch gucken, wie viel kann die denn laden. Sechs ist maximal. Okay. Gehen wir jetzt nochmal auf die Gesundheit. Und gönnen uns nochmal hier richtig was. Wie sieht's aus? Oh, geht schon wieder bergauf. Okay, das ist gut. Die Tür ist jetzt auch auf. Sehr gut. Jo, 434 ist immer die Nummer. Inventar ist voll. Okay, wir wissen auf jeden Fall, da ist noch Munition. Steht, glaube ich, nicht mehr auf. Hier ist die Tür. Alles klar, super. Schnappt ihr das Dokument des Agenten? Machen wir doch. Doc, it's me. Sorry, but your colleague didn't make it. I found him, but was too late to... Mr. Walker, don't dwell on useless chatter. Just check the status of the computer equipment in the room. Did Dr. Kimball complete his work? The screen for the terminal display... What? Listen, Doc...
I am done playing your fucking dirty little games. All I've been doing this whole time is implicating myself in whatever the hell crimes you've committed here by erasing evidence. I do not take kindly to being blackmailed by weirdo fucks in puffy white coats, and I ain't your damn puppet! My role as your accomplice in this fucked up horror tale ends now. I'm heading your way, Doc. And when I get there, you'll do well to give me exactly what I risked my ass for in this godforsaken labyrinth. Kehre zum Doktor zurück. Und auf jeden Fall klare Worte. Okay, kein Signal, Hexacore. Oh, der Typ kann sich halt befreit sich gerade. Der Miese. Können wir Munition noch mitnehmen jetzt? Nee. Müssen mal gucken, ob wir da ein bisschen tricksen können im Inventar. Denn irgendwas zusammenlegen oder so? Nee. Sieht gesundheitlich aus? 94. Okay, hauen wir uns nochmal einen Energy Drink rein. Dann haben wir wieder Platz für die Munition. Okay, prima, aber ich glaub, wir sollten auch erstmal Pistolenmunition auch verballern. Wahrscheinlich auch wichtig. Ja, dann kehren wir mal zum Doktor zurück. Don't come any closer. No! No! Doc? Dr. Atherton, what's wrong? Answer me! Fuck, fuck, fuck! Das ist quasi das, was wir gesehen haben, ne? Also auf dem Monitor. Ja, hier geht's auf jeden Fall zurück. Da brauchen wir schon ein bisschen was Besseres. Jawohl, 6 Stück. Ich bin mal gespannt, wenn wir zum Doktor zurückkommen. Soll man den Weg auch erstmal finden wieder? Ah, das hasse ich ja. Da waren die Toiletten. Und hier sind wir ja auch gekommen. Jetzt gesperrt. Oder doch, hier kommen wir weiter, ne? Ja. Nur, ob der Doktor uns noch die Tür öffnen kann. Das glaube ich eher nicht. Ja, lass uns mal überraschen.
der Typ nicht vorher zu uns kommt. Oh, die Tür ist auf. Okay, da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Denn hier mein Inventar ist voll. Laden wir hier mal nach. So. Leichenhallenschlüssel, sehr gut. Jetzt gehen wir mal. Jetzt müssen wir mal gucken auf der Karte, wo die Leichenhalle war. Bin ich immer gespannt. Das ist Entbindungsstation, da waren wir jetzt überall. Garten. Das heißt, wir gehen nach oben, vermute ich mal. Die Musik sagt ja schon wieder alles. Leichenhalle wird aber heftig. Hier ist jetzt alles dicht. Genau. Dann gucken wir mal oben, wenn wir oben sind auf der Karte, ob es hier eine Leichenhalle gibt. Sonst müssen wir mal irgendwie in den Keller. Okay, das ist aber nicht die richtige Karte hier, ne? Die hier anzeigt. Jetzt. Haupteingang. Hubschrauberlandeplatz. Jetzt ist auch hier oben gar nichts mehr abgeschlossen oder so. Ist alles offen. Kann ich eigentlich zwischen den Karten hin und her schicken? Achso, Etage wechseln ist eh. Archiv, Heizungsraum, Garage. Die Leichenhalle wird gar nicht angezeigt. Ist ja merkwürdig. So, und dann würde ich doch sagen, wir fahren wieder runter mit dem Fahrstuhl. Mal genau gucken, wo der jetzt war. Das heißt, wir gehen nochmal runter. So, hier war es nicht. Aber der Fahrstuhl, der muss hier irgendwie auf der Ebene sein. Jetzt auch auf der Karte gucken, aber der ist es auch nicht. Warte mal, dann müssen wir doch noch mal ein bisschen weiter zurück.
Und zwar durch das Labor. Exit, okay. So, da haben wir jetzt die Schlüssel auch geholt. Müssen mal genau gucken, hier waren die Toiletten. Der Fahrstuhl hier, kann das sein? So, mal gucken. Wir gucken mal auf der Karte nochmal. Jetzt hier auch gar nicht angezeigt. Aber es gibt ja hier auf jeden Fall einen Fahrstuhl, den haben wir ja eben auch benutzt. Hier geht es nicht weiter. Okay, dann gucken wir nochmal. Wir werden den schon finden. Er wird uns schon entgegenspringen. Ist auch gar nicht, warum ich den jetzt wieder nicht finde. Weil der ist ja auch sehr wichtig hier. Auf jeden Fall, wenn das jetzt hier die... No, hier war es nicht. Hier kommen wir wieder zurück. Ja, ist so manchmal ein bisschen ärgerlich, ne? Dass man sich gewisse Dinge einfach nicht merken kann, weil man da zu selten langläuft. Ich meine, man könnte ja denken, ich sollte das Ding auswendig können. Aber so ein Zombie, glaube ich, ne? Hey, der bleibt tot. Okay, sehr gut. Inventar ist voll. Dann bleibt ja nur noch die Richtung hier. Ja, da ist er doch. Bin ich auch der Meinung, wir müssen noch tiefer. Da hinten ist noch eine Tür, die zu war. Die könnte uns vielleicht sogar nach draußen führen. Mal gucken. Aber das ist jetzt so eine reine Vermutung. Ich kann es... Ja, werden wir ja gleich sehen. Liegt jetzt hier nicht mehr. Nachladen geht auch momentan nicht. Okay. Ich glaube nämlich, dass wir hier nochmal rein müssen. Und da gibt es auf jeden Fall irgendeinen Weg. Ich glaube, ganz am Ende gab es... Ach Gott. Zombies, ey. Zwar hier ganz hinten. Genau, da ganz geradeaus hinten die Tür. Die ist, glaube ich, noch zu. Hier war unser Geheimgang, der sich irgendwann selbst gesprengt hat. Das fand ich auch lustig. Oh. Heftig, heftig. Ah, ein Fahrstuhl ist das. Okay. Müssen wir jetzt ja... Ah, Leichenhallenschlüssel verwendet. Sehr gut. Schade, dass die Leichenhalle aber auch nicht auf der Karte stand. Das fand ich ein bisschen mies. Wieder irgendwelche Zombies entgegen.
gedacht. Erstmal hat er seine Hallos weiter. Und dann darf man nicht vergessen, das ist eine Leichenhalle hier. Wobei die eigentlich so isoliert sein sind, dass die von draußen nichts abbekommen sollten. Who is this? Das ist seine Frau, wa? This can't be happening. Not again. Kassette, okay. Audioprotokoll. Aufpassen, nicht, dass hier einer wieder aufsteht. So. 5 haben wir jetzt noch drin. Das heißt, es wird wieder knapper, was die Schrotflintenmunition angeht. Gespannt, wo wir da landen. Oha. Okay, er scheint aber infiziert zu sein, ne? Code 11, this is emergency. Shit, the radio's out. With one disastrous move away from checkmate, an unexpected hand reached out. A forgotten player would make their triumphant return to the game. I just hope the Major's still alive. We should find a way to contact him. Ja, Freunde, jetzt spielen wir hier den Agenten. Das ist ja auch mal interessant. Er hat sogar gespeichert an der Stelle. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Dann würde ich sagen, bis dahin. Achso, lasst nochmal ein Abo da. Kommentar nicht vergessen. Bis später.